Hallo. Herzlich willkommen aus Bochum. Ist wieder Infoabendzeit hier bei Instagram. So, ich muss mal kurz sortieren. Also, für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Benedikt Gottschlich. Ich leite hier im Augusta die Geburtsklinik. Und ja, freue mich jetzt mal wieder bei Insta ein bisschen zu plaudern, ein bisschen zu erzählen über uns, unsere Geburtsklinik und wie wir hier arbeiten und was wir hier so machen. Ich freue mich, wenn ganz viele Fragen kommen, weil dann wird es so ein bisschen aufgelockert. Früher habe ich ja auch mal Folien gezeigt, das habe ich mir jetzt irgendwann abgewöhnt, weil das hier bei Instagram mal so ein bisschen umständlich ist, außer Videos nicht abspielen und die Videos dann auch immer das zum Absturz gebracht haben. Deswegen mache ich das jetzt immer so ein bisschen Freestyle und freue mich dann auch, wenn viele Fragen kommen, die ich dann gerne beantworte. Habe immer einen Blick da auf den Chat und guckt dann. Wenn ihr so einen ganz strukturierten Infoabend sehen wollt, gibt es zwei Möglichkeiten. Also einen strukturierten mit Folien und Präsentation mit mir und den Hebammen aus dem Team. Dann könnt ihr euch beim Zoom-Infoabend entweder anmelden oder ihr könnt auch Präsenz-Infoabende besuchen wieder. Das ist jetzt seit einigen Monaten wieder möglich. Leider machen wir das auch nur einmal im Monat, weil wir mehr auch nicht schaffen von der Planung her und es ist mit begrenzter Kapazität. Ich weiß gar nicht, ob jetzt noch Termine frei sind. Also die Präsenzinfoabende sind auf jeden Fall online geschaltet. Die kann man da online buchen. Über unsere Homepage findet ihr das im Veranstaltungskalender oder auch über den Buchen-Button bei uns im Profil hier bei Instagram. Genau. Ja, heute bin ich auch alleine, habe keine Hebamme dabei. Wer mehr Leute aus dem Team kennen will, wir haben alle Infoabende aus diesem Jahr gespeichert und beim letzten war ich auch schon alleine, aber bei denen davor hatte ich immer eine andere Hebamme oder auch eine Assistenzärztin dabei. Meine Hebammen, die gerade hier im Dienst sind, sind gerade auch ein bisschen beschäftigt wieder mit Geburten. Von daher bin ich auch heute mal nicht im alternativen Kreißsaal, sondern hier bei uns im Überwachungsraum, im Wehenzimmer und sende jetzt mal von hier. Genau, ich sehe da jetzt schon mal eine Frage. Genau, da wird gefragt, Entschuldigung, ich habe wirklich irgendwie einen Frosch im Hals, ob bei uns Zytotec gegeben wird. Zytotec ist ein Einleitungsmedikament, beziehungsweise ist eigentlich ein Magenschutzmedikament, was wir schon seit vielen Jahren hier nicht, zumindest nicht standardmäßig zur Einleitung benutzt haben, was im Moment auch schwer zu beziehen ist, weil die Politik entschieden hat, das vom Markt zu nehmen in Deutschland. Also wir benutzen hier keinen Zytotec zur Geburtseinleitung. Es gibt eine Alternative, das heißt Angusta, das ist ein zugelassenes Misoprostol, der Wirkstoff vom Zytotec. Das ist aber auch im Moment nicht lieferbar, da gibt es irgendwelche Probleme der Firma. Und ich kann gerne dann einmal verweisen auf ein Video, was wir live hier gemacht haben mit der Jessica Bürgel zur Geburtseinleitung. Und das ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, aber noch nicht ganz so lange, sodass man das eigentlich in unserer Timeline, da in unserem Profil noch ganz gut finden sollte. Also auch die ganzen anderen Videos, die wir gedreht haben, seit der Pandemie ja ganz, ganz viele zu verschiedenen Themen, könnt ihr euch da weiterhin anschauen und euch informieren. Aber Zytotec haben wir nicht. Genau, dann ganz kurz, für die, die es jetzt noch nicht wissen, würde ich einmal ganz kurz nochmal schnell die Corona-Regeln zusammenfassen. Für alle, die uns besuchen möchten oder die uns, die auch zur Geburt zu uns kommen, wie das aussieht. Ich mache das aber, versuche es ganz kurz zu fassen, weil sich nicht zu viel geändert hat und auch es wahrscheinlich erstmal so bleibt, wie es ist. Also hier im Krankenhaus herrscht Maskenpflicht. Ich trage auch immer die Maske, meine Kolleginnen auch, die Hebammen auch. Aber die Frau in der Geburt musste bei uns noch nie eine Maske tragen. Also bei uns gibt es keine Maskenpflicht für die Gebärende. Die Corona-Tests, die machen wir hier vor Ort im Haus. Also wenn ihr zur Geburt kommt, müsst ihr euch nicht vorher selber testen. Sowohl ihr als auch die zugelassene Begleitperson wird hier bei uns vor Ort getestet. Das ist das eine. Dann für den Ablauf, ansonsten ist es so, dass man, wenn man zur Geburt kommt, bitte einmal als Frau erst alleine das Krankenhaus hier betritt, sich unten rauslässt, lassen lässt sozusagen und der Mann
oder der Partner, die Partnerin kann da das Auto in der Zwischenzeit kurz wegparken, wartet kurz unten, die Hebamme guckt im Kreißsaal, ob ihr wirklich aufgenommen werdet, und wenn ihr aufgenommen werdet zur Geburt, dann sagen wir sofort unten Bescheid, dass die Begleitung dann auch mit ins Krankenhaus kommen darf. Es ist weiterhin eine Begleitung zugelassen, nicht mehr als eine. Und für den Kreißsaal haben wir die Regel, dass die Begleitung ab dem Zeitpunkt mit im Kreißsaal mit euch zusammen sein darf, ab dem ihr auch selber kontinuierlich im Kreißsaal seid. Also wenn ihr in der frühen Geburtsphase seid und nur eine Untersuchung im Kreißsaal habt, nochmal aufs Zimmer geht, dann trefft ihr euren Partner dann auf dem Zimmer. Und wenn ihr weiter in der Geburt seid, so dass ihr kontinuierlich bei uns im Kreißsaal seid, dann ist euer Partner an eurer Seite. Genau, das ist wichtig. Dann ist es so, dass ambulante Vorstellungen weiterhin bitte alleine erfolgen. Wir können gerne den Partner, die Partnerin bei der Geburtsanmeldung auch dazuschalten per Videocall oder per Lautsprecher, wenn das gewünscht ist. Aber im Krankenhausweit gilt halt für ambulante Vorstellungen immer noch die Regel, dass da bitte die Patientin oder auch die Schwangeren dann alleine kommen sollen. Genau, dann, falls jemand Corona-positiv ist, haben wir viel Erfahrung mittlerweile natürlich über die Zeit, ist es so, dass derjenige auch nicht alleine die Geburt meistern muss. Also die Frau, die positiv gebären muss, darf trotzdem eine Begleitung dabei haben, wenn diese negativ ist. Ja, also die Begleitperson muss definitiv negativ getestet sein. Das heißt, wenn euer Partner auch positiv ist, könnt ihr natürlich jemand anders dann auch zur Geburt mitbringen. Und nach der Geburt werdet ihr quasi isoliert. Das heißt, Familienzimmer sind bei positiver Frau nicht möglich. Dann müssen wir Frau und Kind isolieren auf der Station alleine. Und der Partner muss dann nach der Geburt leider das Krankenhaus verlassen. Ja, ansonsten Besuchsregeln fürs Haus sind ein Besucher pro Tag für eine Stunde mit Schnelltest zu den Besuchszeiten. Die Väter, die nicht im Familienzimmer bleiben können, möchten oder wollen, die dürfen täglich besuchen, sind nicht ganz strikt an die Besuchszeiten gebunden. Geschwisterkinder, die vielleicht schon da sind, dürfen auch zu Besuch kommen, maximal 2 auf einmal. Und die Geschwisterkinder über 5 müssen auch bitte einen Schnelltest mitbringen, wenn sie zu Besuch kommen. Ich glaube, das war jetzt ein schneller Ritt durch die Corona-Regeln und ich sehe auch keine Fragen dazu. Deswegen würde ich das dann auch dabei belassen. Dann ist hier schon eine Frage zur Verlegung der Neugeborenen. Kommt es oft vor, dass Neugeborenen zu einer Kinderintensiv gebracht werden müssen? Nein, bei uns zum Glück nicht so häufig. Es ist bei uns so, dass wir eine Geburtsklinik sind. Und die Geburtskliniken dürfen Geburten begleiten ab 36 plus 0 Schwangerschaftswoche und auch keine Geburten begleiten, wo man jetzt ein krankes Kind erwartet. Also wenn erwartbar das Baby nach der Geburt war schon, weil Auffälligkeiten vielleicht sind, ein Problem haben könnte, einen Kinderarzt benötigt, dann würde man die Geburt nicht bei uns machen, was nicht heißt, dass wir nicht auch Risikoschwangere begleiten, dass bei uns natürlich auch manchmal kompliziertere Geburten sind und nicht immer alles ganz physiologisch und super läuft, aber weil wir uns auch ganz gut an die Regeln halten und bei uns reife Babys auf die Welt kommen, haben wir eine sehr niedrige Verlegungsrate von ungefähr 2-3%. Letztes Jahr war es unter 3% der Neugeborenen, dieses Jahr sind es auch ungefähr so um die 3% bis jetzt. Und das heißt, anders gesagt, 97% der Kinder, oder 98, die hier geboren werden, dürfen da bleiben, wo sie hingehören, nämlich bei der Mama zum Kuscheln, zum Bonding und beim Papa und müssen nicht auf die Neo. Wir haben eine sehr naheliegende, gute Kooperation mit dem Elisabeth-Krankenhaus, mit der Neo dort. Und die Entfernung ist halt super nah, das heißt, wir können die Kollegen auch im Notfall hinzuziehen, bei einem Notkaiserschnitt beispielsweise, der ganz selten ja mal passieren kann, oder auch in den Kreißsaal, wenn was sein sollte. Und dann sind die in wenigen Minuten tatsächlich hier, weil die nur 100 Meter, 200 Meter Luftlinie entfernt auf der anderen Straßenseite quasi sind. Genau. Und wenn Kinder verlegt werden, ist es bei uns selten, sehr selten so, dass die Kinder dann wochenlang auf der Neo dort liegen, sondern häufig sind das halt Anpassungsstörungen, dass die Atmung noch nicht hundertprozentig gut arbeitet, dass vielleicht der Blutzuckerspiegel oder so schwankt bei den Kindern, wo man meistens jetzt keine wochenlange Therapie der Kinder dort erwartet, sondern häufig kommen die auch manchmal schon einen Tag später wieder zu uns zurück. Dann wird immer gefragt, ob man mitverlegt werden darf oder kann. Ihr könnt auf jeden Fall euer Kind im Elli, wenn das doch mal verlegt werden müsste, immer besuchen.
Und eine Verlegung dorthin ist immer abhängig davon, wie viel Platz die Kollegen auf der Wochenbettstation haben. Ja, genau. Dann ist hier nochmal, das hatte ich gerade gesagt, was ist mit dem Tag der Geburtsplanung? Kann mein Partner dabei sein? Nein, aber ambulanten Vorstellungen krankenhausweit bitte alleine weiterhin vorstellen. Das ist eine krankenhausweite Regelung und wir machen nur ganz, ganz selten mal Ausnahmen, wenn wir eine schwierige Aufklärung machen müssen und jemand kein Deutsch spricht oder eine Angststörung vorliegt oder sowas, dann kann es mal sein, dass wir eine Ausnahme machen, aber grundsätzlich gilt ambulante Vorstellung, also auch zur Geburtsanmeldung, zur Geburtsplanung bitte alleine kommen. Und wie gesagt, gerne den Partner dazuschalten, wenn ihr das möchtet. Dann eine schöne, interessante Frage. Welche Bedingungen sollten für eine ambulante Entbindung gegeben sein? Wann ist es ausgeschlossen? Also wenn es ein unauffälliger Geburtsverlauf war und ihr und euer Kind euch nach der Geburt wohlfühlt und fit seid, dann ist es grundsätzlich möglich, auch ambulant zu gehen. Das heißt so ungefähr 4 Stunden nach der Geburt. Vielleicht sogar direkt aus dem Kreißsaal oder dann vielleicht nochmal nach einer kurzen Verlegung auf die Wochenbettstation das Krankenhaus schon wieder zu verlassen. Ausgeschlossen ist es natürlich in solchen Fällen, wenn ein Kaiserschnitt notwendig wurde oder wenn vielleicht auch wir noch Sachen kontrollieren müssen. Ein bisschen schwierig ist auch manchmal, wenn Gestationsdiabetes vorliegt, weil wir dann auch die Kinder noch ein paar Mal kontrollieren müssen mit den Blutzuckerwerten. Aber so bei einer unauffälligen Geburt, wenn es euch gut geht, wenn ihr euch wohlfühlt, kann man auch ambulant gehen. Hat den Nachteil, dass ihr dann natürlich nicht die Betreuung von unseren Kinderkrankenschwestern und Krankenschwestern und Stillberaterinnen auf der Station und auch Hebammen und Doulas, die wir alle, was wir alles so auf der Station für euch vorhalten habt und ihr nicht die rund um die Uhr 24 Stunden Betreuung und Hilfe beim Stillen und vor allem beim Stillen bekommt. Ja, gerade beim ersten Kind würde ich nicht zwingend empfehlen, eine ambulante Geburt zu machen, weil man einfach zwar jetzt die jetzt zugucken und das erste Kind bekommen, viel an die Geburt denken, aber der andere Teil danach, diese 2 Nächte, maximal 3 Nächte, die ihr dann bei uns seid, die könnt ihr einfach prima nutzen, um euer Kind kennenzulernen und um alles zu lernen, um das Stillen zu lernen, weil das Stillen ist auch ein Handwerk. Und da kann man sich auch ganz gut schon ein bisschen drauf vorbereiten und informieren. Aber im Endeffekt braucht man dann doch am Anfang ein bisschen Unterstützung, auch bei den verschiedenen Stillpositionen und wie man anlegt und wie häufig ihr das machen sollt und wie ihr die Stillzeichen des Kindes erkennt, wann das denn Hunger hat und wie und diese ganzen Dinge. Und da werdet ihr halt hier rund um die Uhr unterstützt. Und wenn es da mal kleinere Problemchen gibt, können wir da direkt helfen. Und wenn ihr zu Hause seid beim ersten Kind, dann kann das schon sein, dass ihr vielleicht unsicher seid, ne, und dass die Hebamme, die euch nachbetreut, natürlich für euch da ist, aber die kommt jetzt nicht 24 Stunden rund um die Uhr zu euch. Und deswegen dieser Anfang der Stillbeziehung ist total wichtig, extrem wichtig, dass es dann eine etablierte, gute Stillbeziehung auch gibt. Also wenn man am Anfang ein paar Dinge nicht gut macht oder falsch macht, dann zieht sich das häufig so weiter durch und dann kann es manchmal auch schwierig werden, eine richtig gute Stillbeziehung aufzubauen. Deswegen würde ich jedem empfehlen, gerade mit den ersten, bei den Erstgebärenden, das doch dann wahrzunehmen und hier zu bleiben. Genau. Ansonsten bei einer ambulanten Geburt muss man vielleicht organisieren, dass der Stoffwechseltest gemacht werden kann. Dass es, wenn es kurz vorm Wochenende ist und ihr nicht zum Kinderarzt gehen könnt, die Hebamme vielleicht diesen Stoffwechseltest abnimmt beim Neugeborenen. Dafür braucht sie aber eine Bescheinigung. Das wäre wichtig für die U2. Die erste Untersuchung beim Kind machen wir ja im Kreißsaal nach ungefähr 1 Stunde, nach dem ersten intensiven Bonding oder auch schon währenddessen. Und dann die U2 ist halt quasi mit 48 Lebensstunden ungefähr des Kindes. Und die kann man aber auch bis zum 10. Lebenstag nachholen. Nur den Stoffwechseltest, den muss man im gewissen Zeitfenster machen, 36. bis 72. Lebensstunde. Sonst ist der verfälscht. Und daher muss man gucken, wenn man kurz vorm Wochenende kommt und dann ambulant gebären möchte, dann geht das eventuell nicht und dann muss die Hebamme vielleicht einspringen. Also das wäre zu dem Thema ambulante Geburt auch noch ein relativ wichtiger Punkt. So, jetzt gucke ich mal erst, hier sind Fragen noch. So, ist eine Frage, ob die beschriebenen Corona-Regeln auch zu den Corona-Hochzeiten bei uns galten und ob es sein kann, dass wir im Winter strengere Corona-Regeln haben. Eigentlich, muss ich ehrlich sagen, gelten diese Regeln schon fast die ganze Zeit. Das Einzige, was zu Hochzeiten mal eingeschränkter war, war die Besuchsmöglichkeit.
Das heißt, Väter durften immer zu Besuch kommen, Väter durften immer begleiten, das war immer erlaubt. Geschwisterkinder durften nicht immer kommen. Also es gab mal eine Zeit, ich weiß gar nicht, ob es vor 1,5, 2 Jahren war, zu irgendeiner Welle, da gab es mal eine Regelung, dass keine Geschwisterkinder zu Besuch kommen dürfen. Das ist aber jetzt auch schon seit Monaten eigentlich so, dass das auch so erlaubt ist. Und deswegen glaube ich auch, wenn die Zahlen jetzt im Winter wieder steigen, dass wir das weiter hier so fahren, wie wir es fahren. Ich habe mich da immer für euch, für die Frauen, für die Familien eingesetzt, dass wir hier halt auch ein bisschen Lockerung haben im Vergleich zu anderen Bereichen, weil es ein spezieller Bereich ist, die Geburtshilfe. Und da sind wir, glaube ich, die ganze Zeit ziemlich gut mitgefahren, muss man so sagen. Dann wird hier noch gefragt, ob die Begleitperson geimpft sein muss. Nein, also es muss im Grunde hier keiner geimpft sein. Ich würde es jedem empfehlen, der noch nicht geimpft ist, dass er das nachholt. Die meisten haben ja mittlerweile schon Impfungen und Booster und Corona gehabt, also sind dann nochmal doppelt geboostert durch die Corona-Infektionen, so wie ich auch. Also ich hatte meinen Booster und dann hatte ich im März auch noch Corona und jetzt hoffe ich mal, dass das noch ein bisschen schützt, bis es dann das nächste Mal wieder zuschlägt. Aber es ist keine Vorschrift, geimpft zu sein. Wir müssen halt nur testen und PCR-Tests machen, auch bei allen, die aufgenommen werden. Das heißt, auch die Begleitung bekommt hier einen PCR-Test plus immer einen Schnelltest, weil der Schnelltest natürlich erstmal schneller dann da ist, dass wir schon ein bisschen Sicherheit haben. Dann wird hier gefragt, wie hoch die Kaiserschnittrate ist. Wir springen hier so ein bisschen von Hölzchen auf Stöckchen, aber das ist ja auch immer das Schöne. Ich gucke mal gerade, ob ich hier noch eine andere Frage habe, die vielleicht besser passt. Vielleicht noch mal kurz zum Stillen und zum Kaiserschnitten komme ich gleich. Also hier ist noch eine Frage von jemandem, dass jemand nicht stillen möchte, sondern nur abpumpen möchte. Kann ich meine eigene Pumpe und Flasche mitbringen? Das ist nicht notwendig. Wir haben selber Pumpen hier und wir können auch Pumpen verleihen quasi, also ein Rezept geben zum Verleihen. Und dann habe ich es eigentlich noch nicht erlebt, dass jemand seine eigene Pumpe jetzt schon mit in die Klinik gebracht hat, weil es eigentlich nicht unbedingt notwendig ist. Und da müssen wir halt auch nochmal drüber sprechen, warum man direkt abpumpen möchte und nicht stillen möchte. Da ist es, glaube ich, besser, wenn man eine individuelle Stillberatung macht, vielleicht auch bei der Agnes mal anfragt, unserer Stillberaterin, und vielleicht vorgeburtlich schon mal darüber spricht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es das erste, zweite, dritte Kind ist, aber das würde jetzt, glaube ich, hier auch zu weit führen. Kann man dann auch sowas in der Geburtsanmeldung nochmal besprechen, wie man dann vorgeht, ne? Also das ist kein Problem. Dann Antibiotikagabe nach Blasensprung und Kaiserschnitt, genau. Sage ich vielleicht erstmal nochmal was zur Geburtsanmeldung, weil ich da gerade so drauf gefallen bin. Also alle, die gerne bei uns gebären möchten, dürfen sich selbstverständlich auch bei uns erstmal anmelden zur Geburtsplanung. Allerdings, also es ist keine Verpflichtung, man kann auch ohne Geburtsplanung zu uns zur Geburt kommen, aber das macht schon so ein bisschen Sinn, weil wir dann quasi unsere digitalen Systeme mit euren Daten aus dem Mutterpass füttern können und auch eure Anamnese aufnehmen, Probleme aufnehmen, eure Wünsche aufnehmen, eventuell einen Geburtsplan von euch auch mit in die Akte legen. Und das Gute ist dann, wenn ihr zur Geburt kommt, dann gibt es halt nicht mehr so viele Sachen, die ihr gefragt werden müsst. Und die Hebamme, die im Dienst ist, kann dann auch einfach einmal einen Blick in die Akte und in die digitale Akte werfen und sieht gleich, okay, die Frau möchte vielleicht gerne in die Wanne eine Wassergeburt machen, die Frau möchte sich viel bewegen, möchte keinen Dammschnitt, möchte, dass die Nabelschnur auspulsiert und diese Dinge. Und gerade die letzten Dinge, das sind halt auch Sachen, die sind bei uns Standard, kann ich jetzt schon mal sagen. Also das muss man gar nicht zwingend jetzt irgendwie nochmal aufschreiben. Aber genau, also das ist einfach so ganz gut. Wenn ihr gesetzlich versichert seid, bekommt ihr eine Überweisung von eurer Frauenärztin zur Geburtsplanung. Und meldet euch bitte früh. Das ist einfach wichtig. Ich glaube, jetzt habe jetzt heute mal geguckt. Jetzt sind wir nur noch 4 Wochen im Voraus gerade komplett ausgebucht mit Geburtsplanungsterminen. Aber wir waren zuletzt auch schon mal 6 Wochen im Voraus ausgebucht. Und man meldet sich normalerweise so in der 36. rund um die 36., 35., 36. Woche hier bei uns an. 4, 5, manchmal auch 6 Wochen vor dem Termin. Und damit ihr dann auch euren Wunschtermin oder auch wirklich einen Termin bekommt, ist es halt wichtig, dass man sich recht frühzeitig darum kümmert. Am besten schon, ja, um die 30. Woche. Dann hat man auf jeden Fall sehr sicher, dass man auch dass man einen Termin bekommt. Wir mussten jetzt leider in den letzten Wochen auch einigen Frauen, die sich erst spät gemeldet haben, die vielleicht erst in der 35. oder 36. Woche hier angerufen haben oder das Formular auf der Internetseite für die Geburtsanmeldung ausgefüllt haben, Geburtsplanungstermin,
da mussten wir manchmal dann sagen, es geht nicht mehr. Ne? Also dann, wir haben keinen Platz, weil es einfach wirklich sehr, sehr voll ist, auch in der Sprechstunde, die wir jeden Tag machen. Genau, also das ist mir nochmal wichtig. Und wenn ihr euch anmeldet, entweder diese Kreißsaal-Sekretariatsnummer wählen, dann ist die Carina dran oder die Katja, unsere beiden Kreißsaal-Sekretärin, oder ihr nutzt besser sogar eigentlich das Formular auf der Homepage. Unter Kontakten, ganz auf der ersten Seite ist das, wenn man ein bisschen runterscrollt, und da kann man seine Daten schon alles eingeben und Entbindungsgeburtstermin und diese ganzen Sachen, und dann werdet ihr innerhalb von zwei, drei, maximal 5 Werktagen zurückgerufen, und dann wird telefonisch ein Termin vereinbart. Aber das ist für die Organisationen im Sekretariat ein bisschen einfacher, weil wenn hier dauernd permanent immer nur das Telefon klingelt, dann können sich die beiden auch nicht so gut auf die Ambulanz, um die Ambulanz kümmern. Das heißt, gerne auch das Formular nutzen, dann können wir das nämlich selber so ein bisschen besser einteilen, wann wir die Termine mit euch vereinbaren. Genau. So, dann vielleicht erstmal die Kaiserschnittfrage, weil ich die jetzt als erstes gestellt hatte vorhin, die ich hier sehe. Also wie hoch ist die Kaiserschnittrate bei uns? Die Kaiserschnittrate liegt bei uns bei 26% im letzten Jahr. In diesem Jahr glaube ich im Moment eher so bei 27 oder 28, aber trotzdem immer noch glücklicherweise unter dem Bundesdurchschnitt. Da liegt die Kaiserschnittrate nämlich in Deutschland bei 32% und in manchen Kliniken, auch hier in der Nähe, gibt es auch deutlich höhere Kaiserschnittraten. Es ist halt so, dass wir versuchen, allen Frauen, die sich eine vaginale Geburt wünschen, dies auch zu ermöglichen. Aber es gibt leider auch Grenzen, und es ist nicht immer so, dass jede Frau, die eine vaginale Geburt sich wünscht, dann auch am Ende eine vaginale Geburt hatte. Es gibt einen Teil der Geburten, die in einem Kaiserschnitt enden. Zum Glück selten, also dass es ein richtiger Notkaiserschnitt ist, wo wir hier im Kreißsaal den Notknopf drücken und sagen, jetzt muss sofort das Baby so schnell wie möglich geboren werden, und wo wir dann rennen, alle informiert sind und quasi das Kind dann auch innerhalb von 10 Minuten normalerweise auf der Welt ist und ihr auch eine Vollnarkose benötigt. Bei den meisten Kaiserschnitten, auch den nicht geplanten Kaiserschnitten, die wir unter der Geburt durchführen, geht es doch in einer relativen Ruhe, in einer Teilnarkose, mit Mann im OP, der dann dabei sein darf, und auch mit Bonding, ja, weil uns beim Kaiserschnitt genauso wie bei der vaginalen Geburt das Bonding hier extrem wichtig ist. Wir nehmen euch hier die Babys so gut wie nie weg, wenn das nicht irgendwie gar nicht anders geht. Dann ist es sowohl bei der vaginalen Geburt so, dass es sofort initial von euch entgegengenommen wird, euch gegeben wird, oder ihr es selber hochhebt und auf die Brust legt, auf die nackte. Und auch beim Kaiserschnitt versuchen wir das, wenn es geht, irgendwie immer so zu machen, dass halt das Baby relativ rasch zu euch kommt. Meistens sogar ganz ohne eine Zwischenuntersuchung, wenn es fit ist. Ja, also ich kann jetzt diese Videos nicht zeigen, aber wir haben auch welche gespeichert vom Kaiserschnitt, wo wir dieses Tuch haben. Ne, also dass man auch da ein bisschen mehr dabei ist. Man kann halt quasi sehen, wie wir das Baby auch rausnehmen aus dem Bauch. Ihr habt dann in dem Moment, können die Anästhesisten für euch so ein Tuch hochheben, und dann guckt ihr durch so eine Klarsichtfolie quasi und seht auch beim Kaiserschnitt dann den ersten Schrei, seid dabei, und dann lassen wir da kurz die Nabelschnur pulsieren, nicht so lange wie im Kreißsaal nach einer normalen Geburt. Das Baby wird abgenabelt und dann der Hebamme gegeben und meistens sofort euch dann auch auf die Brust gelegt, und wir versuchen auch beim Kaiserschnitt, dass ihr die ganze Zeit zusammen bleibt. Die Hebamme ist dann weiter bei euch, genauso wie euer Mann. Und wenn die Kapazitäten es zulassen und die Logistik es hier oben zulässt, organisatorisch, dann versuchen wir euch auch immer mit dem Baby zusammen nachher zu verlegen und euch nicht zu trennen. Das kann halt mal organisatorisch sein, dass der Papa eine kurze Zeit nach dem Kaiserschnitt das Baby nimmt zum Kuscheln und die Mama noch kurz im Aufwachraum bleiben muss. Aber wir versuchen es, wenn es irgendwie geht, zu vermeiden und euch gar nicht dann mehr zu trennen. Genau, und werden auch immer besser. Ja, auch dadurch, dass wir immer mehr Personal bekommen und immer mehr Hebammen jetzt im Team sind und ganz viele auch in der nächsten Zeit dazukommen, klappt das auch beim Kaiserschnitt eigentlich immer sehr, sehr gut. Und die Hälfte unserer Kaiserschnitte, weil die Rate ja gefragt wurde, 26%, also die Hälfte dieser 26% sind ungefähr geplante Kaiserschnitte. Ich glaube, dieses Jahr sogar etwas mehr geplante. Die andere Hälfte sind ungeplante in der Geburt. Und da sind wir jetzt dieses Jahr ein bisschen, dass wir ein paar weniger Ungeplante machen mussten. Und das ist ja schön, weil das heißt, wir konnten mehr Frauen, die sich auch eine vaginale Geburt gewünscht haben und wo vorher nicht ganz klar war, es gibt irgendwie keine andere Möglichkeit, als einen Kaiserschnitt zu machen, dass die dann auch am Ende wirklich eine vaginale Geburt hatten.
Genau, also das ist uns ganz wichtig, das Ganze zu fördern, die natürliche Geburt zu fördern und wenn es geht, auch die Intervention wegzulassen. Ja. So, das zum Kaiserschnitt einmal. Dann, das habe ich beantwortet mit geimpft. Dann ist hier Babyausstattung, genau. Also bei uns gibt es alles für die Babys. Ihr müsst nicht die Babykleidung mitbringen nach der Geburt. Ihr müsst nur was für die Heimfahrt mitbringen. Ihr kriegt auch bei der Geburtsanmeldung so eine kleine Packliste. Wenn ihr ganz genau auf unserer Homepage guckt, im Bereich FAQ findet man auch irgendwo diese Packliste, wenn die vorher schon jemand haben will, aber da, die geben wir euch mit und Babykleidung, Hygieneartikel und sonstige Dinge haben wir alles hier vorrätig, nur für die Heimfahrt muss man Babykleidung mitbringen. Dann ist hier eine Frage zum Hypnobirthing oder Ähnlichem und sind Sie offen dafür? Wir sind sehr offen für diese Dinge. Das ist dann auch gut, wenn man das vielleicht vorher schon mal in der Geburtsanmeldung einmal angibt, dass man das auch notiert, dass die Hebamme weiß, die Frau hat sich mit Hypnobirthing beschäftigt vorher oder die hat sich mit der friedlichen Geburt beschäftigt. Das ist ja auch so ein bisschen geht auch so ein bisschen in die Richtung. Das sind halt verschiedene, wie soll man sagen, Methoden, mit denen man halt die Geburt meistern kann oder die einen unterstützen können, die Geburt zu meistern. Wir haben ja auch mal ein Video gedreht mit zum Thema Hypnobirthing, also auch da, das ist aber auch schon wieder ein bisschen länger. Ja. Gerne einmal gucken, Entschuldigung, der Frosch kommt wieder. Genau, und also da sind wir offen für. Es klappt nicht immer bei allen, ja, also wenn man dann vorher sich damit beschäftigt, einen Kurs macht, Bücher liest und so weiter, vielen hilft es und die können das gut umsetzen. Manche sind auch dabei, die es nicht so gut umsetzen können. Aber wir lassen euch machen. Also die Hebammen gehen immer auf eure Wünsche ein. Und wenn jemand sagt, er möchte auch vielleicht, wie es bei der friedlichen Geburt ist, eher so ein bisschen in Ruhe gelassen werden, für sich sein, vielleicht Kopfhörer tragen bei der Geburt. Wir sollen eher mit dem Mann kommunizieren, dann machen wir das sehr gerne. Es hat manchmal Grenzen, klar, wenn dann doch irgendwas nicht physiologisch und ganz normal läuft, dann müssen wir und die Hebammen mit euch sprechen und sagen, passt auf, das geht jetzt irgendwie nicht in die richtige Richtung, wir müssen da vielleicht doch mal anders unterstützen, dies oder das machen. Aber ansonsten lassen wir euch gerne machen. Wir halten uns auch hier, wenn möglich, an die S3-Leitlinie zur vaginalen Geburt am Termin und versuchen das auch umzusetzen. Das habe ich sehr zeitnah hier implementiert, auch die Leitlinie, wenn es möglich ist. Ne? Aber wir sind da sehr entspannt und legen euch auch nicht unbedingt gleich einen Zugang in die Vene, diese Dinge, also versuchen die Medizin wirklich ein bisschen gerne in den Schränken zu lassen. Dann einen Eindruck von der Station zeigen. Video vom Kreißsaal gibt auch. Genau, also es gibt schon Videos von den Kreißsälen, die habe ich so in den Frühjahrsmonaten hier, glaube ich, gedreht. Alle, jeden Kreißsaal mal mit der einen oder anderen Hebamme, Wassergeburtsraum, alternativer Kreißsaal, die beiden anderen. Also wir haben 4 klassische Kreißsäle und dann dieses Überwachungszimmer, wo ich gerade drin bin, wo man auch gebären kann, theoretisch. Ich kann das ja mal kurz zeigen. Ich mache mal die Kamera einmal auf die andere Seite. Dass ihr das jetzt erkennen kann. Genau, also hier ist auch so ein Bett drin und ein CTG-Gerät. Und hier ist es aber eher so gedacht, dass man halt hier nicht unbedingt ein Baby bekommt, wenn es nicht bei uns mal so voll ist, dass man dann auch hier gebären muss. Das hatten wir jetzt auch in den letzten Wochen, als es so voll war, mal, da mussten wir den Raum auch benutzen. Kann man auch. Das ist auch ein ganz normaler Raum mit einem Bett, wo man gebären kann. Dann haben wir halt den schönen alternativen Kreißsaal mit den vielen Modulen und Elementen, wo man nicht so ans Bett denkt, sondern eher an Bewegung und in unseren anderen Kreißsälen natürlich auch, wo man sich überall bewegen kann. Und da gibt es auch Videos zu, zur Station. In alten Videos haben wir auch schon mal so ein paar Zimmer der Station gezeigt. Allerdings ist es da jetzt so, dass wir jetzt tatsächlich hoffentlich endlich doch umziehen mit unserer Station, damit die Wochenbettstation dann doch endlich mal neuen Anstrich bekommt und renoviert wird. Am 6.9. ist das jetzt geplant und ziehen wir auf eine Ausweichwöchnerinnenstation, die zum Glück die gleiche Kapazität hat, die auch nur aus 2 Bettzimmern und Einzelzimmern besteht, wo auch in allen Zimmern Dusche und Bad im Raum sind und die vor allem auch auf der gleichen Ebene hier mit dem Kreißsaal ist. Also man hat die gleichen kurzen Wege von der Station zum Kreißsaal, weil viele der Frauen, die zur Geburt kommen, ja auch nicht von Anfang an gleich kontinuierlich im Kreißsaal sind und dann auch häufig nochmal aufs Zimmer dürfen, da den Partner treffen und hoffentlich aufs Familienzimmer. Dann sage ich da auch noch was zu, habe ich glaube ich noch nicht, Familienzimmer. Also wir haben 13 Zimmer auf der Station, alle sind familienzimmertauglich.
Familienzimmer kostet 51 Euro. Das bedeutet, der Partner bleibt halt hier mit der Frau zusammen und der Familie übernachtet hier, bekommt ganz normal Frühstück, Mittagessen und Abendbrot. Wir haben eine gute Verfügbarkeit, aber ab und zu in den letzten, gerade in den letzten 3-4 Wochen, wurde es doch auch mal sehr, sehr eng. Also da mussten wir auch leider manchem sagen, wir haben keine Kapazität mehr fürs Familienzimmer, weil wenn wir ganz voll sind, sind wir halt ganz voll. Ich kann das dann auch nicht ändern und dann kann das passieren. Aber in, so übers Jahr und insgesamt gesehen kriegen doch sehr, sehr viele ihre, die das auch sich wünschen, das Familienzimmer. Wir haben hier mittlerweile über 4 Geburten am Tag. Letztes Jahr 1300 Geburten, dieses Jahr werden wir eher Richtung 1400 oder darüber hinaus wahrscheinlich gehen. Und dann wird es jetzt mit diesen Familienzimmern, also bis 1000, 1200 Geburten, da war es meistens wirklich eine Ausnahme, noch eine große Ausnahme, dass jemand keins bekommen hat. Jetzt mit 1,3, 1,4 ist es manchmal doch schon an der Kapazitätsgrenze mit Familienzimmern, sodass es auch mal sein kann, dass wir jemandem das nicht ermöglichen können. Jetzt gerade aktuell ist es sehr leer. Ich weiß nicht, ihr folgt uns ja alle bei Instagram, habt gesehen, letzte Woche vorne am Freitag hatten wir 41 Geburten im Rahmen der letzten Woche. Und jetzt diese Woche, jetzt ist ja schon Donnerstag, morgen ist Freitag, waren es glaube ich nur in Anführungsstrichen so 22, 23 Geburten. Also dann waren es mal eher so 3 Komma in der letzten Woche. Und jetzt ist die Station auch schön leer. Also im Moment hätte keiner ein Problem, ein Familienzimmer zu bekommen. Aber letzte Woche mit den vielen Geburten und dann auch manchmal 6, 7, 8 Geburten an einem Tag, dann ist es manchmal auch halt auch ganz, ganz voll. Das ist einfach so. Trotzdem, gerade personell und auch die Räume im Kreißsaal, die reichen. Ja, die reichen für diese Auslastung und wir haben demnächst eine Besetzung von den Hebammen mit 3 im Frühdienst, 3 im Spätdienst und 2 im Nachtdienst. Das wird sich jetzt so bis Ende des Jahres aufbauen, weil wir nach und nach immer mehr Hebammen einstellen, ganz viele Bewerberinnen haben, die auch alle ganz viel Lust haben auf unseren Hebammenkreissaal, den wir auch jetzt zusätzlich im September noch eröffnen, wo man auch einen Hebammen geleitet dann gebären kann, ohne uns Ärzte, beziehungsweise uns Ärzte nur als Backup hat und quasi eine Hausgeburt hier in unseren Räumlichkeiten, eine Art Hausgeburt nur mit unseren Hebammen haben kann. Da würde ich aber verweisen auch auf den Infoabend der Stella, der stellvertretenden Leitung bei den Hebammen, die da immer einen speziellen Infoabend zum Hebammenkreißsaal bei Zoom macht. Da findet ihr auch die Anmeldemöglichkeiten auf der unserer Homepage im Veranstaltungskalender. Da einfach ein bisschen durchscrollen. Wer da Lust hat, ist, glaube ich, Anfang September wieder ein, sich darüber zu informieren. So, schön. Ihr stellt so viele schöne Fragen. Das ist richtig prima. Ich gucke jetzt nochmal. Da ist auch eine Frage zum Hebammenkreißsaal nämlich gerade gewesen. Also kann jetzt schon eine Anmeldung für den Hebammengeleiteten Kreißsaal getätigt werden? ET Mitte November? Ja, bitte. Also mit ET Mitte November bitte zeitnah anmelden für den Hebammenkreißsaal. Am besten, weil da sind 2 Vorstellungen notwendig in der Regel. Also nicht nur die eine so um die 36. Woche, sondern im besten Fall auch eine schon so um die 30. Woche. Also im besten Fall ganz zeitnah einmal das Formular ausfüllen, reinschreiben, dass man den Hebammenkreißsaal gebären möchte, damit wir dann die Termine für November, damit das dann noch passt, ne? Dass ihr da auch einen Termin bekommt. Und ansonsten natürlich auch Anfang September bei dem Hebammenkreißsaal-Infoabend beim nächsten einmal dann bitte zuschauen. Dann hat man schon mal ein bisschen Informationen, ob das wirklich für einen auch in Frage kommt, diese rein hebammengeleitete Geburt. Genau, das habe ich jetzt, glaube ich, hier alles. Hier ist eine spezielle Frage. Ich bin jetzt kein Augenarzt, aber aus der Erfahrung muss ich sagen, dass ich mich bei dieser Erkrankung, also einem Glaukom, da geht es jetzt darum, ob man da einen Kaiserschnitt macht bei uns, da verlasse ich mich auf den Augenarzt. Also der Augenarzt muss mir ein Statement abgeben, wie hoch der Augeninnendruck ist, ob man erlauben darf, mit dieser Augenerkrankung mitzuschieben am Ende der Geburt, weil dann hat man schon ein bisschen höheren Druck im Kopf natürlich. Das ist ein bisschen Arbeit auch für alle. Ist leider nicht so, dass die Babys da so rausflutschen, sondern wenn der Muttermund irgendwann ganz geöffnet ist, dann müssen die halt noch ein bisschen rutschen und dann entwickelt man in der Regel so ganz natürlich von alleine einen Mitschiebedrang, weil der Kopf dann so ein bisschen auch auf den Enddarm hinten drückt und da sind Rezeptoren und in dieser letzten Phase, gerade beim ersten Kind, da muss man dann irgendwann schon auch richtig kräftig mitschieben. Wird vielleicht auch ein bisschen angeleitet, je nachdem, das ist individuell. Manche machen das von ganz alleine schon
intuitiv gut und manche brauchen ein bisschen mehr Anleitung. Man guckt, welche Geburtspositionen und so weiter. Ich kann jetzt hier heute keinen ganzen Geburtsvorbereitungskurs abhalten, aber da einfach drauf, ja, könnt ihr damit rechnen, dass es auch mit Arbeit verbunden ist und auch ein bisschen natürlich anstrengend ist und bis das Baby und der Kopf, der ja in der Regel zuerst kommt, dann wirklich geboren ist, das dauert eine Zeit und da bitte mit dem Augenarzt Rücksprache halten, was der dazu sagt. Dann ist es so, das war jetzt gerade auch die Frage, hatte ich eingangs schon gesagt, dass wir halt eine Geburtsklinik sind und als Geburtsklinik bei uns Geburten ab 36 plus 0 Schwangerschaftswoche möglich sind, also vor 36 plus 0 mit Geburtsbeginn, mit Wehen, mit Blasensprung, solltet ihr in der Regel halt ins Perinatalzentrum gehen. Genau. Bekommen die Frauen fürs Wochenbett Binden oder Netzhosen mit? Haben wir alles hier. Vorlagen, Hygieneartikel habe ich schon gesagt. Wir haben so Netzhosen, wir haben aber auch so bequemere Netzhöschen jetzt zum Glück. Die kriegt man dann im Kreis halt in der Regel am Ende der Geburt, wenn alles fertig ist. Dann angezogen mit zwei der dicken Binden zum Auspolstern, weil der anfängliche Wochenfluss dann doch manchmal noch ein bisschen stärker ist. Und da haben wir auch alles da. Da muss man nichts mitbringen. Dann Thema Nabelschnur auspulsieren. Der größte Vorteil ist, dass wir dem Baby kein Blut klauen, weil es so ist, dass wenn im Bauch das Baby sich noch im Bauch befindet, die Nabelschnur zum Mutterkuchen geht und im Mutterkuchen Nabelschnur in dem Bereich sind 30-40% des Blutvolumens dieses Kreislaufes mit dem Baby. Wenn das Baby dann geboren ist und wir würden jetzt sofort die Nabelschnur durchtrennen, dann würde das bei den Babys, die hier zur Welt kommen, die reif sind, wahrscheinlich auch nicht messbar einen großen Unterschied machen. Ja, die sind dann nicht weniger fit, aber wir klauen denen dann schon ein bisschen von ihrem eigenen Blut durch das frühe Abnabeln. Und deswegen lassen wir bei uns generell die Nabelschnur auspulsieren. Das kann mal nur 3-4 Minuten sein, dass die schon kollabiert ist. Das dauert manchmal aber auch 10 oder 20 Minuten. Manchmal warten wir auch so lange und die Nachgeburt, also die Plazenta, kommt schon mit intakter Nabelschnur noch raus. Aber meistens nabelt man vor Geburt der Plazenta ab, weil es dann nicht mehr pulsiert. Und das Abnabeln dürfen bei uns natürlich immer die Papas machen, wenn sie das möchten. Sie werden nicht gezwungen, aber es kriegen alle automatisch angeboten. Da war eine Frage zum Familienzimmer, wie wahrscheinlich das ist. Das habe ich gerade, glaube ich, jetzt schon beantwortet. Also wenn jemand so Prozente wissen will, würde ich immer noch sagen 80-90% Wahrscheinlichkeit fürs Familienzimmer. Bei einer letzten Woche bin ich ehrlich zum Beispiel und auch in der vorletzten Woche gab es 2-3 Tage. Ich glaube, in der letzten Woche gab es sogar 2 oder 3 Tage, wo wir kein Familienzimmer mehr hatten, wo alle Zimmer doppelt belegt waren mit Frauen, ohne dass noch irgendwie, ich glaube, es war noch 1 oder 2 letzte, wo noch Familienzimmer war, aber alle anderen waren halt doppelt belegt mit 2 Frauen. Also wie gesagt, ich muss da auch ehrlich sein, ich kann das niemandem versprechen, aber diese 70-80%, vielleicht sogar 90, also zu manchen Zeiten Anfang des Jahres hatten wir gar keine Probleme mit Familienzimmer, ne? Da hat das jeder bekommen, aber jetzt in den Sommermonaten ist es halt sehr, sehr voll. Und zum Winter hin wird es vielleicht wieder etwas ruhiger, ich weiß es nicht. Genau, privatversichert mit Einbettzimmer immer möglich? Ja, eigentlich schon. Also privatversichert Einbettzimmer hat auch dadurch eine sehr hohe Chance fürs Familienzimmer, weil wir auch ins Einzelzimmer ein zweites Bett stellen können. Wir können nicht im Einzelzimmer 2 Frauen zusammenlegen, aber den Papa mit einem zweiten Bett direkt da dran, das geht auch. Also als P-Patient mit Einbettzimmer vor allem hat man eine fast, würde ich sagen, 100% Chance auch aufs Familienzimmer. Und wir versuchen das auch immer dann, wenn man das nicht will, das Einzelzimmer zu geben. Was ist mit dem BIAB-Kreißsaal? Der ist weiterhin da. Der alternative Kreißsaal von der BIAB-Studie ist weiterhin da, wird weiterhin gerne genutzt für viel Bewegung und alternative Geburtsposition in der Geburt darf weiterhin gerne angesteuert werden, darf sich auch gerne gewünscht werden. Ja, wenn jemand sagt, ich möchte unbedingt in den alternativen Kreißsaal, ist das auch ein Wunsch, den man dann aufschreibt, den wir natürlich je nach Auslastung auch eventuell mal nicht ermöglichen können, aber wir versuchen dann darauf einzugehen. Bei vorausgegangenen Kaiserschnitt, wann muss ich zur Untersuchung der Narbe einen Termin machen oder wird das im Rahmen der normalen Anmeldung gemacht? Es gibt keine Untersuchung der Narbe. Ganz klar. Also wenn ihr einen Kaiserschnitt vorher hattet, dann dürft ihr bei uns nach einem Kaiserschnitt und einer gewissen Zeit, also im besten Fall sollte ein Jahr danach man nicht schwanger geworden sein, also es sollten knapp 2 Jahre, sag mal 1,5 bis 2 Jahre bis zur nächsten Geburt sein, dann darf man bei uns nach Aufklärung über das geringe Risiko eines Aufreißens der Narbe an der Gebärmutter, ein Platzen der Narbe, darf man eine vaginale Geburt machen. Wir haben viele, viele Frauen, die eine vaginale Geburt hier nach Kaiserschnitt meistern.
Wir haben sehr selten, dass es reißt, aber es ist auch nicht nie. Deswegen, wir klären das dann auf. Und ein Ausmessen der Narbe, einer Kaiserschnittnarbe, ist ohne Evidenz. Es wurde von einigen schon versucht zu schauen, wie dick diese Narbe sein darf im Ultraschall, damit es sicher ist, eine vaginale Geburt zu machen. Es gibt keine Grenzwerte. Deswegen ist es auch nicht empfohlen, außerhalb von irgendwelchen Studien die Narbe auszumessen. Bringt nichts. Und es ist auch verwunderlich, ich mache ja manchmal Kaiserschnitte bei Frauen, die hatten einen Kaiserschnitt vorher und stelle dann fest, die Narbe ist super dünn unten und es ist kurz vorm Reißen. Und ich mache manchmal Kaiserschnitte bei Frauen, die hatten schon drei Kaiserschnitte vorher und es ist alles noch sehr dick. Also es ist individuell sehr unterschiedlich. Wenn Frauen schon zwei Kaiserschnitte hatten, dann empfehle ich auch eher, wieder einen dritten Kaiserschnitt zu machen, weil man da nicht so genau weiß, wie viel höher das Risiko fürs Reißen ist. Es ist bestimmt höher als nach einem Kaiserschnitt. Aber wir haben auch schon Geburten auch in diesem Jahr begleitet, wo Frauen zwei Kaiserschnitte hatten und dann eine vaginale Geburt hier bei uns auch erfolgreich hatten. Ne? Also auch das kann man machen, aber es ist nicht unbedingt so meine Empfehlung. Ne? Aber ihr seid selbstbestimmt, ich und meine Kollegin machen hier immer eine Risikoaufklärung und versuchen dann gemeinsam, wenn Risiken da sind, eine Entscheidung zu treffen, wo alle ganz glücklich sind und mit leben können. Genau. Super, ich glaube, von den Fragen aktuell habe ich hier alle durch. Dann gucke ich nochmal in diesem Ding, ob da noch Fragen sind. Dumm, dumm, dumm. Die habe ich auch. Nee, das habe ich noch nicht beantwortet. Wie oft müsst ihr Gebärende ablehnen, auch wenn diese vorher angemeldet waren, weil es zu voll ist? Bis jetzt eigentlich noch nicht so richtig. Also es ist halt Corona, ne? Und das Problem, da bin ich ja auch ehrlich, kann halt mal sein, dass wir hier, dass eine Hebamme zum Dienst kommt, einen Test macht, weil wir müssen uns ja auch regelmäßig testen und dass die Hebamme dann plötzlich positiv ist. Und dann ist es natürlich sehr schwierig manchmal innerhalb von wenigen Minuten für diesen Dienst einen Ersatz zu finden. Jetzt sind die Hebammen aber zum Glück selten alleine, dann ist da zurzeit immer noch eine zweite. In Zukunft wahrscheinlich sogar noch eine dritte, ja, also dann wird es noch besser, sodass dann auch weiter der Betrieb in der Regel laufen sollte. Aber wir hatten schon einige Phasen auch hier, auch in diesem Jahr, wo Hebammen kurzfristig krank wurden und wir dann wirklich mal nur eine Hebamme hier vor Ort hatten. Und wenn es dann voll ist, dann ist natürlich auch manchmal schwierig, ja, aber ich musste zum Glück noch niemanden abweisen. Aber ich sage auch allen wegen dieser Corona-Pandemie und dieser unsicheren Lage, dass es immer sinnvoll ist, wenn man zur Geburt kommt, dass man kurz einmal anruft, einfach fürs eigene Gefühl. Die Hebammen finden das sowieso auch gut, wenn ihr vorher anruft, dann wissen die nämlich, da kommt gleich jemand, dann kann man sich schon so ein bisschen darauf vorbereiten. Und dann habt ihr auch die Sicherheit, dass hier alles in den gewohnten Bahnen läuft. Ich möchte den Kreißsaal hier niemals schließen. Wir mussten das Augusta ja mal runterfahren, 2020 im Sommer zur Pandemie. Da kam ich gerade aus dem Urlaub. Das lag aber nicht hier am Kreißsaal, sondern weil das Gesundheitsamt das ganze Augusta geschlossen hat, weil auf anderen Stationen Corona-Fälle gehäuft auftraten. Da war hier 2 Wochen mal zu. Aber das hatte nichts mit uns zu tun. Und seitdem, also in den letzten 2 Jahren Pandemie, glücklicherweise haben wir es irgendwie geschafft. Und ich bin jetzt ganz guter Dinge, weil wir auch zeitnah halt wirklich so eine deutlichen Zuwachs an Hebammen nochmal bekommen, um auch die Betreuung in diesem Hebammenkreis halt einfach zu ermöglichen zu können, dass es dann hoffentlich nicht zu dieser Situation kommt, dass wir hier mal irgendwann Frauen wegschicken müssen. Klar, wenn hier schon 5 oder 6 Mal parallel, also durchschnittlich haben wir 4 Geburten, wenn sich das verteilt, ist ideal für alle von euch, ne, dann habt ihr eine 1:1-Betreuung, manchmal eine 2:1-Betreuung. Wenn aber innerhalb von einer Stunde mal 3 Kinder auf einmal kommen, oder ich hatte jetzt ein Wochenende mal einen Samstag, da kamen in 5 Stunden 6 Kinder und wir hatten mal einen Freitag, da kamen an einem Tag 11 Kinder. Das sind dann halt mal so extreme Ausnahmen und dann wird es natürlich schwierig. Ja, dann wird es schwierig, auch wenn wir mehr Leute sind, allen gerecht zu werden. Aber nicht nur die Hebammen, auch meine Kollegin, die Assistenzärztin, ich selber, meine Oberärzte, wir helfen natürlich dann auch mit und sind dann auch hier gefordert und versuchen alle gut zu betreuen. Und ja, ich glaube, dass ihr nicht so viele Sorgen machen solltet. So, dann nochmal die Frage, wann man sich anmelden soll, in welcher Schwangerschaftswoche ist hier gerade nochmal gefragt worden. Das hatte ich ja schon
vorhin gesagt, also bitte meldet euch rund um die 30. Woche für einen Termin, der dann in der 35., 36. Woche hier stattfindet. Also nicht zu lange warten, weil dann kann es hier auch mal mit den Terminen schon zu eng werden. Genau, dein Partner, hier ist noch eine Frage mit dem Partner, nochmal zum Anfang zurück, Corona, also euer Partner darf euch von Anfang an begleiten, mit der kleinen Ausnahme, dass ihr bitte bei Geburtsbeginn, also mit wehen, die euch nerven, belasten, wenn ihr sagt, ich habe Betreuungsbedarf, es wird intensiver und vorbeikommt, oder wenn ihr einen Blasensprung habt und dann Wehen dazukommen, oder wenn ihr einen Blasensprung habt und keine Wehen dazukommen, dann dürft ihr 12 Stunden tatsächlich warten. Ach, da war vorhin, glaube ich, auch noch eine Frage zum Management beim Blasensprung und Antibiotikum. Ich weiß nicht, ob der oder diejenige noch zuschaut, aber da kann ich auch noch was zu sagen. Also beim Blasensprung dürft ihr 12 Stunden zu Hause auf Wehen warten. Wenn ihr euch sicher seid, dass es ein Blasensprung ist, wenn es euch gut geht, das Kind sich normal bewegt und ihr euch wohlfühlt, dann dürft ihr bis zu 12 Stunden damit zu Hause warten und wir empfehlen erst nach 12 Stunden spätestens dann zu kommen. Ihr dürft auch früher kommen. Und egal, ob ihr jetzt mit Blasensprung oder Wehen kommt, kommt ihr bitte einmal alleine rein, meldet euch bei den Hebammen im Kreissaal und dann guckt die Hebamme, ob ihr bleibt, ob es wirklich Geburtsbeginn ist und dann sagen wir Bescheid, dass euer Mann das Krankenhaus betreten darf. Und ab dem Zeitpunkt ist er mit euch hier drin, mit in den Kreissaal darf er ab dem Zeitpunkt, wenn ihr kontinuierlich Betreuung im Kreißsaal benötigt, aber wenn nur eine Untersuchung ist, wo ihr wieder aufs Zimmer geht und euch da aufhaltet, was häufig in frühen Geburtsphasen noch der Fall sein kann, dann ist er noch nicht dabei. Sobald ihr dauerhaft im Kreißsaal seid oder wenn ihr ein Entspannungsbad nehmt, auch in einer früheren Phase, dann ist er natürlich auch im Kreißsaal dabei. Und zum Blasensprung und der Antibiose, ja, ich bin auch da, das war wahrscheinlich die Fragende. Da ist es so, dass wir hier normalerweise innerhalb von 24, also innerhalb von 12 Stunden die Antibiose geben. Deswegen habe ich jetzt auch gerade diese 12 Stunden gesagt. Und einleiten tun wir in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Das sagen die Leitlinien. Warum sagt die das mit der Antibiose? Weil das Risiko, dass das Baby nach der Geburt eine Neugeboreneninfektion bekommt, dadurch etwas minimiert werden kann, wenn man bei einem länger herliegenden Blasensprung ein Antibiotikum gibt. Und dann halt auch nicht die Gefahr so hoch ist, dass die Entzündungswerte immer höher gehen, dass ihr vielleicht Fieber bekommt und dass man dann auch, wenn die Geburt nicht schnell genug in Gang kommt, dann vielleicht sagt, wir müssen jetzt deswegen zum Schutze für euch vor einer Infektion und fürs Kind einen Kaiserschnitt machen. Aber man hat erstmal Zeit. Und es gibt auch Frauen, die sagen, ich will jetzt nach 12 Stunden dieses Antibiotikum noch nicht. Wir beraten euch, wir empfehlen das, aber dann ist es so, ne? Dann dokumentieren wir das. Und wenn ihr sagt, ihr wollt erst nach 24 Stunden Antibiotikum oder gar keins, dann müsst ihr das, ist das eure Entscheidung, ja, aber wir gucken schon, dass wir vernünftig sind und vernünftige Dinge dann auch, die in den Leitlinien stehen, übernehmen. Was nicht heißt, dass man immer alles so machen muss, wie es in den Leitlinien ist. Und auch bei der Einleitung nach Blasensprung nach 24 Stunden kann man das auch manchmal hinausdehnen, ja, wenn ihr jetzt mitten in der Nacht einen Blasensprung hattet, alles ist wunderschön, weiß ich nicht, um 1 oder 2, dann würden wir euch jetzt sicherlich nicht nach 24 Stunden um 1 oder 2 in der Nacht hier aus dem Bett holen, damit wir euch einleiten, sondern dann würden wir eventuell auch einfach bis zum nächsten Morgen mal sogar 30 Stunden oder 36 Stunden im Ausnahmefall auch mal warten. Ja, immer individuell mit jedem sprechen, beraten und so weiter. Das ist einfach wichtig. Ab wann und bis wann ist eine äußere Wendung möglich? Wie zeitnah sollte man sich hier für einen melden? Also wer sein Baby in Beckenendlage hat, darf sich sehr gerne bei mir melden. Im Grunde reicht das auch so im Bereich der Anmeldezeit. Die ist ja meistens ein bisschen vor 36.0. Und selbst wenn es erst 36.0 ist, ist es auch nicht schlimm, weil ich mache äußere Wendung grundsätzlich frühestens ab 36.0. Und dann kann man halt im Rahmen der Geburtsplanung, Anmeldung gucken, liegt das Baby in der Beckenendlage? Wie lange ist es realistisch, dass man es drehen kann? Wie lange ist es noch bis 36.0? Und dann machen wir eventuell einen direkten Termin zur Wendung oder nochmal einen Zwischentermin, wo wir nochmal gucken, einen Tag vorher. Für die Voruntersuchung, ist es noch eine Beckenendlage oder nicht? Und dann erkläre ich halt alles und dann könnt ihr euch gerne Videos angucken. Ich muss jetzt mal wieder eins drehen. Also es ist nicht so, dass ich keine äußeren Wendungen mehr hier mache, aber ich habe jetzt seit längerem keine mehr dabei gehabt, wo ich ein Video machen durfte oder sollte und deswegen länger keins reingestellt. Aber ich glaube, wir haben 10 oder so im Archiv. Also äußere Wendung bedeutet halt, ich drehe das Baby mit meinen Händen von außen, von der Beckenendlage in die Schädellage. Und das mache ich ja jede Woche, manchmal mehrmals die Woche, ganz, ganz viel und auch relativ erfolgreich. Aber das ist so die Hauptgefahr der äußeren Wendung, dass es nicht bei jedem klappt. Ich kann das schon ein bisschen einschätzen vorher, dass es eher wahrscheinlich oder eher unwahrscheinlich ist, dass es funktioniert. Berate auch, manchmal sage ich auch, sollte man vielleicht eher darauf verzichten. Aber
Genau, es ist sicher. Ja, also dass man deswegen einen Kaiserschnitt macht, akut, weil man das Kind stresst durch die Wendung oder sich der Mutterkuchen ablöst oder so etwas, das ist total wirklich selten. Unter 1% ist da das Risiko und ist mir auch toi toi toi, ich glaube dann immer auf Holz, bislang nicht passiert, wird mir sicher irgendwann mal passieren, wenn ich das weiter so intensiv und häufig mache, aber da muss man wenig Sorge haben. Ne? Also es ist eher die Frage immer, klappt es oder klappt es nicht. Man kann es auch später machen bei Babys, die sich sehr viel hin und her drehen. Ne? Dann mache ich das manchmal auch erst zu einer späteren Woche. So, hier sind drei neue Fragen. Dann auch zur Beckenendlage, schön, dass wir es jetzt so zum Ende auch nochmal thematisieren, das ist eigentlich mein Lieblingsthema. Es geht auch eine natürliche Geburt aus Beckenendlage. Ja, ich würde trotzdem immer erst schauen, kann ich das Baby wenden in die Schädellage, weil die hat schon weniger Risiken, ein paar weniger. Ja, die Kaiserschnittrate ist niedriger, wenn das Kind mit dem Kopf zuerst kommt. Und die Gefahr auch einer Anpassungsstörung fürs Kind mit einer Verlegung, wo ich vorhin ja von sprach, dass wir eine sehr niedrige Verlegungsrate haben, die ist aber auch bei einer Beckenendlagengeburt etwas höher. Ja, dass die Kinder doch Unterstützung brauchen nach der Geburt, dass was ganz Gravierendes passiert, dem Kind irgendwie Geburtsschaden, das ist zum Glück sehr selten, aber man muss halt auch gucken, ob die Voraussetzungen stimmen bei einer vaginalen Beckenendlagengeburt, die Proportionen des Kindes, das Becken der Mama untersuchen und diese ganzen Dinge und das dann gut besprechen, eine Risikoaufklärung machen und dann dürft ihr euch auch für eine vaginale Geburt aus Beckenendlage entscheiden, wenn ihr möchtet, genau. Vorangestellt dann meistens die äußere Wendung. Oh, wie mache ich am besten einen Termin zur Geburtsplanung? Versuche es die ganze Zeit telefonisch, aber leider ohne Erfolg. Also jetzt ist das Sekretariat nicht mehr besetzt. Normalerweise ist es von 8 bis 15 Uhr besetzt. Und ich hatte vorhin eingangs schon gesagt, dass es total sinnvoll ist, für die Geburtsanmeldung bitte das Formular zu nutzen auf der Homepage, weil euch die Sekretärin dann einfach zurückrufen, in der Regel innerhalb von meistens von einem Werktag, häufig schon am nächsten Tag, aber wir haben hingeschrieben, spätestens so nach 3 bis 5 Werktagen rufen die euch zurück. Also vor allem, wenn du jetzt niemanden erreichst, das ist jetzt um die Uhrzeit normal, da ist keiner im Sekretariat und dann einfach das Formular ausfüllen und wenn es gut läuft, ruft die Katja morgen schon zurück, vielleicht dann aber auch erst Montag oder Dienstag, wenn sie es morgen nicht schaffen sollte, aber so meldet man sich an, anrufen oder das Formular benutzen. Jetzt ist da ein Anrufbeantworter dran. So, jetzt muss ich mal gucken. Wird die gerade die Geburtsstellung vorgegeben oder ist es gerade die, in der sich die Gebärende am wohlsten fühlt? Da gehe ich gleich drauf ein. Dann Vorderwand, Plazenta und Wendung. Ja, mache ich auch. Vorderwand, Plazenta und Wendung geht. Kann mal ein bisschen schwieriger sein, das Baby zu tasten, aber ist kein Grund, es nicht zu tun. Habe ich schon viele Babys gedreht mit einer Vorderwandplazenta. Und dann ist hier eine Frage zur Geburtsstellung, ob die vorgegeben wird oder es ist gerade die, in der sich die Gebärende am wohlsten fühlt. Also es sollte die sein, in der die Gebärende sich am wohlsten fühlt, das Baby sich am wohlsten fühlt und in der es auch dann irgendwie, man sieht, es geht auch weiter. Ja? Also es kann gut sein und es ist bei den meisten so, dass ihr quasi, wenn ihr in der letzten Phase der Geburt seid, wo ich vorhin auch von sprach, dass es anstrengend sein kann, man mitschiebt, dass man einfach guckt, wer sich wo am wohlsten fühlt. Und es muss nicht immer eine aufrechte Position sein. Ja, wir fördern das gerne, wenn ihr euch viel bewegt, wenn ihr in Füßlerstand geht, auf den Hocker, im Stehen vielleicht seid, aufrecht seid. Aber es ist doch manchmal auch so, dass es vom Druck her, vom Mitschieben manchen Frauen auch besser oder manchen Gebärenden besser gefällt, besser oder einfacher fällt, das in der Seite, auf der Seite liegend zu tun, sogar auf dem Rücken liegend, ja, was jetzt natürlich in den Büchern im Internet nicht steht, da steht immer nur aufrecht, 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 aber glaubt mir, ich habe viele Geburten mitgemacht und auch schon viele Frauen gehabt, die waren lange im Vierfüßlerstand beispielsweise, das Baby rutschte nicht mehr richtig weiter runter und dann haben wir sich doch nochmal auf die Seite gelegt und dann rutschte das Baby trotzdem irgendwie besser, weil man mehr Kraft aufwenden konnte oder mehr Power hatte. Also wir sind da ganz offen und da könnt ihr euch doch vorbereiten. Also es kann gut sein, dass man nochmal häufiger die Position gerade am Ende auch verändert und nicht die ganze Zeit in einer bleibt. Wenn man eine PDA hat, kann es mal sein, dass man so ein bisschen eingeschränkter ist. Wir haben zwar eine Walking-PDA in einer niedrigen Dosierung, wo man sich auch meistens noch recht gut bewegen kann, aber auch nicht immer. Es gibt individuell trotzdem leider Frauen, die so stark auf diese Schmerzmittel und Betäubungsmittel wirken, dass halt auch die Motorik doch noch ein bisschen mehr eingeschränkt ist.
Also das kann natürlich auch so manchmal hinderlich sein. Meistens geht mit einer PDA aber auch noch Bewegung, dass man sich zumindest auch noch hocken kann und Vierfüßler und diese ganzen Sachen machen kann. Genau, super. Also total toll, ihr stellt viele Fragen. Das macht auf jeden Fall wieder richtig Bock heute. Und viel Zeit habe ich auch nicht mehr, habe ich noch nicht gesagt. Wir haben immer, nach 60 Minuten schaltet Instagram ab. Das war, als ich immer mit anfing, ist ja schon der 31. Insta-Infoabend heute, da war das noch nicht so. Da durfte ich ja auch 1,5 Stunden am Stück quatschen. Und jetzt haben wir wahrscheinlich noch so 4-5 Minuten, denke ich. Also wer noch Fragen hat, gerne Fragen stellen. Wir haben jetzt auch schon viel abgehandelt, wo ich heute noch nicht so was zu gesagt habe, bis zu unseren ganzen anderen Angeboten, vorgeburtlich, nachgeburtlich mit verschiedenen Kursen. Vielleicht hier auch nochmal der Hinweis, wir haben jetzt neu Ernährungsberatung für Schwangere. Da findet im September der erste Infoabend statt hier bei uns. Da auch mal bei uns auf der Homepage gucken. Da könnt ihr euch gerne für anmelden, wenn da jemand Interesse dran hat. Mit einem bisschen Unkostenbeitrag, weil die Dozentin natürlich auch das nicht ganz umsonst macht oder unsere in der Kooperation, aber es ist nicht teuer. Und ich glaube, da kann man auch noch mal einiges mitnehmen, wenn es so um Ernährung geht. Das ist auch ein Thema, was ich immer ganz spannend finde. Da habe ich eigentlich auch schon mal so ein Video zugedreht zu Ernährung. Und Geburtsvorbereitungskurse sind immer schnell ausgebucht. Da auch immer auf der Homepage mal gucken, ob wieder ein neuer Kurs dazugekommen ist. Wir haben die Babymassage nach der Geburt mit Diana, wir haben unseren Stilltreff, wir haben jetzt bald einen Stillvorbereitungskurs. Überhaupt stillen ist sowieso das Thema hier überhaupt, weil wir uns ja babyfreundlich gerade zertifizieren und im November unser Audit haben quasi, wo wir dann hier 3 Tage lang überprüft wird, ob wir die Kriterien erfüllen, uns babyfreundlich nennen zu dürfen. Und dann sehr wahrscheinlich auch babyfreundlich hoffentlich sein werden. Wir arbeiten danach, ne, das habt ihr vielleicht auch ein bisschen rausgehört, dass wir, dass das so uns wirklich das Wichtigste ist, dass ihr einen guten Start habt mit dem Baby, mit dem Bonding, dass wir euch nicht trennen, dass ihr immer gut angeleitet werdet mit dem Still. Wir haben Stillberaterin, IBCLC, die Leitung ist die Agnes und 4 weitere Mitglieder inklusive mir machen jetzt auch die IBCLC Prüfungen demnächst und es sind noch DAIS-Stillberaterinnen, die wir jetzt gerade neu einstellen. Alle Kinderkrankenschwestern, alle Schwestern der Stationen und alle Hebammen und alle Ärzte sind im Stillen fortgebildet worden. Und ja, da könnt ihr euch einfach darauf freuen, dass meistens, selbst wenn es auch sehr voll ist auf der Station, trotzdem die meisten uns ein ganz gutes Feedback auch geben, dass auch da die Betreuung und die Beratung sehr, sehr gut läuft. Klar ist es auch da angenehmer, wenn weniger los ist, da hat man vielleicht ein bisschen mehr Zeit, aber selbst als es jetzt voll war, habe ich zum Glück nicht viel gehört, dass sich jemand nicht gut betreut gefühlt hätte. Dann Akupunkturfrage hier gerade, ist das wirklich hilfreich? Wir bieten es aktuell nicht an, weil die Vanessa im Moment nicht mehr da ist, die es bis jetzt gemacht haben. Wir werden es demnächst auch wieder anbieten zur Geburtsvorbereitung hier im Haus, die Akupunktur. Ich sag mal so, man sagt demnach, es soll die Geburt vorbereiten, den Muttermund weicher machen, dazu führen, dass die Geburt vielleicht nicht erst nach dem Termin beginnt, vielleicht sogar ein bisschen schneller geht, weil der Muttermund schon ein bisschen vorbereitet ist. Und man muss natürlich bei Akupunktur, auch wie bei Homöopathie, auch so ein bisschen dran glauben. Das ist schon so, es gibt jetzt für die Akupunktur keine richtige, valide, evidenzbasierte Studie, dass die wirklich die Geburt, also dass das, was ich gerade beschrieben habe, wirklich eintritt. Aber es schadet auch definitiv nicht und deswegen gerne darf jeder Akupunktur machen und wir bieten es ja auch normalerweise hier selber an, ne, zur Geburtsvorbereitung. So, jetzt sehe ich den Counter, noch 2 Minuten, aber hier war, glaube ich, auch noch eine Frage. Für den Geburtsvorbereitungskurs ja am besten so früh wie möglich, weil wir haben auch nicht so viele. Wir haben die Crashkurse am Wochenende, die fortlaufenden Kurse, da kommt jetzt, glaube ich, wieder bald ein neuer fortlaufender Kurs rein, den wir einstellen werden. Die Crashkurse waren, glaube ich, schon bis in den Oktober irgendwie voll. Also den Crashkurs kann man auch ein bisschen später besuchen, weil er ist ja nur ein Wochenendtag mit Partner. Den fortlaufenden Kurs, da fängt man in der Regel so in der 28., 30. Woche mit an, weil das sind, glaube ich, 6 oder 8 Termine. Und damit man dann auch alle Termine auf jeden Fall vor der Geburt, macht ja Sinn, dass man die dann vor der Geburt alle absolvieren kann. Genau, da einfach die Augen offen halten, wenn da neue Termine reinkommen. Super gut. Ja, ich könnte jetzt immer noch einiges erzählen, aber wie gesagt, Geburtsvorbereitungskurs ist auch dann ganz sinnvoll vielleicht und freue mich, dass wirklich so viele Fragen heute wieder waren.
Und ja, schauen wir mal, wie es jetzt in den nächsten Wochen weitergeht. Ich wünsche allen erstmal einen schönen Abend. Wetter wird jetzt auch kühler und dann gehe ich jetzt mal gleich zu meiner Familie nach Hause und mach demnächst, das habe ich mir jetzt vorgenommen, wenn es hier mal irgendwie die Zeit erlaubt zwischendrin. Wir haben so viele Videos immer gemacht, aber im Moment habe ich auch wenig Zeit, weil wir so viel mit Projekten und mit den Geburten hier beschäftigt sind. Deswegen gab es zuletzt hier wenig Live-Videos, aber ich werde jetzt demnächst mal was machen zur Schmerztherapie nochmal. Habe ich jetzt heute auch nur so angerissen, so ein bisschen. Und das machen wir hoffentlich mal nächste Woche. Ich wollte es mit Frau Bürgel eigentlich diese Woche schon machen, haben wir leider nicht geschafft. Also Schmerztherapie unter der Geburt und nach dem Kaiserschnitt. So, schönen Abend allen. Jetzt bin ich gleich weg. Bis bald bei uns im Augusta. Ciao, ciao.